years of inspiration and love. Hallo und herzlich willkommen in Marikas Kreativstube. Heute zu einem weiteren Videoblog-Hop von Stempel. und Co. möchte ich dich herzlich begrüßen und ich möchte mit dir heute diese mediterrane Karte werkeln, die ich hergestellt habe aus meinem kompletten Bestand an mediterranen Stempel- und Stanzsets. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Gestartet habe ich ganz einfach mit einer Grundkarte 14,85 x 21 bei 10,5 gefalzt. Von der vorderen Seite habe ich mit dem Prägefolder Stürmische See, leider nicht mehr erhältlich, nur das Vorderteil geprägt. Ja, so kann man es vielleicht gut sehen. Ein toller Prägefolder. Wie gesagt, ich bin ganz glücklich, dass ich ihn habe. Und kann die Grundkarte dann erstmal zur Seite legen. Und dann bin ich hingegangen und habe einen weißen Farbkarton in dem Maß 10 x 14,35 zugeschnitten und habe mit den ganz großen Kreisstanzen oben und unten eine Rundung ausgeschnitten. Ich habe mir unser Stamping Up Papier zur Hilfe genommen und habe mir meinen Kreis hier so hingelegt, dass ich 1-2 cm in die Höhe ausstanzen kann. So, ihr seht, ich habe mir also hier diese Mitte genommen und 2 cm nach oben gemessen und habe dort meinen Klebestreifen angesetzt, so dass ich hier eine gerade Linie auf meinen Kreis habe. Da hilft mir natürlich das Rechenkästchen links und rechts. Wenn ich da so in etwa gut hingelegt bekomme, mein Kreis, das ist so eine kleine Geduldsarbeit. Jetzt lege ich da noch was drauf, was schwer ist, damit das mir nicht wieder verrutscht. Und lege jetzt meinen Klebestreifen auf diese Linie. Dann habe ich die richtigen Proportionen. Das ziehe ich möglichst vorsichtig wieder ab. Dass das auch auf meiner Stanze aufgeklebt bleibt. Und nehme jetzt meinen Farbkarton. Jetzt ziehe ich das Papier schon mal wieder weg. Und lege mir das jetzt an die oberste Kante von meinem Farbkarton. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich möglichst gerade aufklebe. Wenn ich mir das so angeschaut habe und damit einverstanden bin, seht ihr hier die Schnittkante direkt an dem oberen Rand. Links und rechts bin ich auch einverstanden. Und jetzt nehme ich hier meine Platten. Ihr wisst, dass die Platten ja hier vorne sich so ein bisschen abschrägen. Dort schneidet dann die Maschine auch schon nicht mehr. Und wenn ich mir das jetzt in meine Big Shot hineinschieben möchte, setze ich mir das auf die untere Schneidplatte und die obere lege ich mir so auf, dass sie genau dort aufhört zu schneiden, wo hier mein lilanes Papier beginnt. So schiebe ich das jetzt durch die Big Shot. Hier will ich ja nicht schneiden. Ich will nur dieses Teil ausschneiden. Das gleiche mache ich dann unten. Genauso. Heraus kommt dann eben dieses Papier. Dieses Papier stempel ich jetzt mit den Farben Hellblau und Sahara Sand. Und die Stempel, die ich dafür verwende, sind von Oceanfront. Das ist noch ein aktuelles Set, was es im Katalog gibt. Alles andere sind Stempelsets, die älter sind. Hier heraus verwende ich den Stempel für den Sand. Und aus dem noch älteren Stempelset Durch die Gezeiten
da verwende ich den Stempel für das Layer. Eine Stempelsektion. Und dann fange ich einfach mal an zu stempeln. Ich stanze die Kanne wieder weg. Die habe ich mir ja nur zur Hilfe genommen. Und das mache ich jetzt stumm, hinterlege mit Musik und lege einfach mal los. So, ihr Lieben, das wäre jetzt einfach mal mein Hintergrund. So, um diesen Rettungsring herzustellen, habe ich mir dementsprechend große Stanzen ausgesucht und den weißen Kranz ausgestanzt. Und dann habe ich aus dem Produktpaket der Beste, da gibt es hier diesen Streifen, der die Hosenträger darstellen soll, den habe ich genommen, um hier die Streifen für meinen Rettungsring zu gestalten. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Mal wirklich so richtig zusammengewürfelt. Aus allen möglichen Ecken habe ich praktisch meine Sachen zusammengesucht für diese eine schöne Karte, die ich hier mit euch werkeln möchte. So, dann habe ich jetzt hier meinen Rettungsring, den ich jetzt mitten drauf platzieren möchte. Bevor ich das aber machen möchte, würde ich gerne noch meinen Spruch stempeln. Und zwar nehme ich den Spruch aus dem Produktpaket wie Muscheln. Du bist einzigartig und wirklich ein Schatz. Das ist ein kleiner und sehr filigraner Spruch. Da nehme ich mir aber auch meinen Stemperatus wieder zur Hilfe, damit ich den schön... Und ich verwende in dem Fall auch die alte Farbe Pazifikblau, damit er sich auch gut absetzt. Und das habe ich vorher natürlich mit meinem Rettungsring ausgerichtet. Oh, der tut sich so gut, der Spruch, der ist richtig schön. Eine richtig schöne Schrift, ganz filigran und sehr schön. Ist der nicht toll? Fantastisch gestempelt, natürlich mit Hilfe unseres Stemperatus. Und dann kann ich eigentlich schon beginnen, meine Karte zusammenzusetzen, indem dass ich... Seht ihr, das passt wirklich gut drauf. Das klebe ich direkt auf die Karte auf. Und meinen Rettungsring habe ich ja nicht nur mit diesen Streifen bezogen. Ich habe dort auch auf der Rückseite so ein blau-weißes Band angebracht. An irgendwas muss man sich ja festhalten, wenn man dann den Ring zugeworfen bekommt. Das Ganze habe ich dann genau dort mit Tesa befestigt, wo ich dann später auch mein Dimensional aufgesetzt habe, die ich jetzt abziehe, um den Rettungsring zu platzieren. Da suche ich mir jetzt wirklich eine ganz gute Ecke aus und setze ihn mittig in dieses Bild hinein. Drücke es schön fest. So, haben wir dann praktisch schon die Front. Und jetzt sage ich euch, was ich alles gemacht habe. Ich habe mir hier ein ganzes Körbchen mit Material aus allen möglichen Stempelsets und Produktpaketen aus der Vergangenheit zusammengesucht. Glück und mehr. Dort habe ich mir dieses Netz ausgestanzt und meine Krake. Das war aus dem Set. Dann habe ich wie Muscheln, ihr erinnert euch, da gab es die Prägung, den Prägefolder, den man dann komplett ausstanzen konnte. Dadurch erhielt man Muscheln in so einem in so einer 3D-Optik. Die habe ich mir auch vorbereitet. Und ich habe mir in Calypso auch sehr schöne Seesterne, die habe ich noch ausgestanzt. Jedenfalls habe ich mir ein ganzes Konvolut an Material zurechtgelegt, was ich jetzt praktisch zur Dekoration verwenden möchte. Und zwar diese Krake, die hätte ich nämlich ganz gerne hier schon ganz vorne
so unter dem Spruch angebracht, Teil der Tentakel unten unter dem Ring. Das finde ich so zum Beispiel total schön. Das könnte mir schon gerade gut gefallen. Das setze ich nämlich schon mal auf. Klebe das einfach erstmal fest. Dann ist die nämlich schon mal verbunden. Lässt genau den Spruch frei. So, und dann haben wir, wie gesagt, ja diese Seesterne. Jetzt kann man nämlich über das Bild, was ich gestempelt habe, hinaus dekorieren. Und dann nehme ich mir mal die Muscheln noch dazu. Ich habe ja hier auch noch das Netz. Das kann man ja noch zurechtschneiden und irgendwie noch einpflegen. Weiß ich noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Leg das jetzt einfach mal noch so ein bisschen was dazu. Hier haben wir noch so eine schöne dekorative Muschel mit einem Seestern hier. Die würde ich auch ein bisschen erhöht auflegen. Dann habe ich hier eine andere Muschel bei dann, wo man den Seestern noch dazu setzen kann. Das muss man ja nicht alles verwenden. More than stamps and ink. It's what we love, what we do makes a difference in Ich glaube, dann haben wir an Dekoration ausreichend Material verwendet. Entstanden ist wirklich eine sehr schöne mediterrane Karte mit einem interessanten Hintergrund. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem meine Idee und wünsche wie immer alles Liebe und kreative Grüße. Marika aus Pulheim.